Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. Wir haben in der letzten Folge das erste Erdsymbol-Dings-Elementar geholt und jetzt wollen wir nach Palulu, nach Palulu-Stadt und da in eine Bibliothek gehen und das machen wir einfach mal. Der tolle Seher hat gesagt, wir sollen, wenn wir aus dem Schloss rausgegangen sind, wow, einfach mal nach rechts gehen und dann wird hier irgendwas Cooles sein. Ja, wir haben den ersten Boss besiegt in der letzten Folge. Ah, jetzt kommen wir hier auch überall hoch, das macht so Sinn. Hier waren wir ja in der letzten Folge auch schon einmal unterwegs. Da hat uns dieses Viech da oben fast vernichtet, aber jetzt hat es gar keine Chance mehr. Und wir können jetzt mit unserer tollen neuen Fähigkeit hier so tolle Plattformen erschaffen und deswegen kommen wir hier hoch. Ich glaube, darüber kommen wir trotzdem noch nicht. Wie soll man das denn schaffen? Oh Gott, kann ich da bitte... Oh Gott, ich habe das alles hier wieder... Okay, so. Ich denke dann einfach mal, man kriegt wirklich noch irgendwann einen Doppelsprung, dass man darüber an die Kiste kommt. Aber jetzt erstmal nach Palulu. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Und ob da noch fiesere, alter, ne, Libelle, noch fiesere Gegner sind oder nicht. Als kleiner Hinweis, was steht hier? Schloss Lumendorf Atlant. Dorf Atlant klingt gut, wie Atlantis. Und im Abgrund gibt es noch einen Wassertempel. Oh Gott, habe ich auch gar keine Lust drauf. Wassertempel sind immer richtig komisch. Also wenn die so sind wie bei Zelda, mit irgendwelchen Knöpfen und so, dann komme ich da auf jeden Fall nicht mit zurecht. Ach, ich weiß das noch, bei Ocarina of Time, da fand ich den Wassertempel richtig behindert. Ach du Kacke, was macht der denn? Okay, kannst du aufhören? Danke. Dabei war der Wassertempel eigentlich gar nicht so krass in Ocarina of Time. Aber, keine Ahnung, ich habe den nie gerafft. Ich habe den aber auch als Kind gespielt. Vielleicht lag das daran. Weil als Kind ist man dann einfach dumm. Ist halt einfach so. Und, keine Ahnung, man konnte da dann... Okay, ich glaube, da kann ich nicht hoch, oder? Da konnte man dann immer den Wasserspiegel verändern. Nee, ich glaube, da ist mein Schwert auch nicht stark genug. Und, keine Ahnung, das war dann irgendwann so kompliziert alles, dass ich das nicht mehr gerafft habe. Okay, hallo, mit dir kann man bestimmt reden. Hi. Okay, hier kann man auch Tränke kaufen. Guck, hier so ein schönes Auge kann man hier mitnehmen. Oder auch nicht, weil die mich nicht verstehen. Der blöde Seestern da. Okay, hier sollen wir aber, glaube ich, gar nicht hin, oder? Nach Atlant. Ich glaube, das ist falsch. Hier müssen wir wahrscheinlich erst später hin. Ja, da noch so ein cooles Schwert für uns, aber wir verstehen ihn halt nicht. Okay, dann gehen wir hier wieder weg. Ich glaube, wir sind hier sehr falsch. Hier oben gibt es auf jeden Fall eine Höhle. Ich habe leider keine Leben mehr. Hallo. Komme ich hier irgendwie hoch? Wir sind immer noch unter Wasser, by the way. Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Leben mehr. Ah, oh, danke für das Level-Up. Okay, ich habe wieder volle Leben. Alles easy, Leute. Oh, die sind so fies, diese Muscheln. Ihr blöden Miesmuscheln. Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Wassertempel. Jetzt sind wir in irgendeiner Höhle. Keine Ahnung. Kann ich mal einen Hinweis bekommen, ob ich hier überhaupt richtig bin? Irgendwie... Irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, dass ich irgendwas brauche aus dem Wassertempel, um hier zu sein oder aus einem anderen Tempel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweite Tempel gleich der Wassertempel ist. Doch hier, guck mal, hier sind gleich diese Dinger, die müssen wir garantiert befeuern. Oh, und dann sind wir, dann ist das glaube ich wirklich richtig hier. Hä, das ist aber richtig komisch. Ich glaube, ich konnte nämlich an der Oberfläche noch nach rechts gehen, statt nach unten. Dann wäre ich irgendwo anders rausgekommen. So, mal schauen, ob wir das hier hinbekommen. Blub, ja, easy. Aber ich habe gesagt, ja, easy. Da darfst du mich jetzt nicht angreifen, du komisches Viech. Ich habe übrigens mal auf How Long to Beat, glaube ich, heißt das, nachgeguckt, wie lang dieses Spiel überhaupt geht. Dieses Schild ist dem Wasser zugewandt. Auf ihm steht nichts geschrieben. Dann wird da unten bestimmt irgendwas Tolles sein. Da ich ja sowieso nicht weit... Oh doch, ich komme hier hoch. Okay, sind wir wieder an der Oberfläche. Hallo, du Stadt nach oben. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. Das ist ja schon mal schön. Jetzt habe ich vergessen, was ich eben sagen wollte. Auch egal, Leute. Hallo, du Stadt nach rechts. Auf jeden Fall steht mein Schlagzeug nicht mehr in meinem Zimmer. Das hat mich ja in der letzten Folge so ein bisschen genervt. Oh Mann, ey, alles trifft mich hier. Dass das so ein bisschen geheilt hat. Ey, Herb. Ja, habe ich jetzt woanders aufgebaut. Und zwar einfach in das Schlafzimmer meiner Eltern. Ja, ja, da darf ich jetzt spielen. Bin ich nett? Nein, von meinen Eltern, dass ich das darf. Ey, ein Lebensupgrade. Danke, kleines Viech, dass du mich hier runtergeschubst hast. Ich hätte das locker vergessen, hier runterzugehen. Kann man den Stein vielleicht schieben? Dieser Felsbrocken scheint sich bewegen zu lassen. Habe ich mir schon fast gedacht. So, jetzt haben wir hier eine Abkürzung. Dann können wir hier jederzeit wieder hingehen und müssen nicht diesen komischen Umweg laufen. Das ist doch geil. Achso, genau, ich habe nachgeguckt, wie lang dieses Spiel überhaupt geht. Es gibt da so eine Seite, die heißt How Long to Beat, wenn ich mich da nicht... Vertue. Und da kann man dann immer ein Spiel eingeben und dann sagen, jo, wie lange dauert denn das Spiel, um es durchzuspielen. Und für die Main Story braucht man anscheinend bei Angelos so 6 Stunden. Ich bin jetzt ungefähr bei 1 Stunde. Mal gucken. Ich knalle auch echt gegen alles gegen hier. Also allzu lang wird es nicht dauern, vor allem ich schneide es halt auch ein bisschen zusammen, wenn man Backtracking betreiben muss und so.
Und daher, ich denke einfach mal, das wird irgendwie, boah, vielleicht 10 Folgen oder so werden. Und dann haben wir es, glaube ich, auch relativ schnell durch. Für alle, die Agelos nicht so gerne mögen, ist das ein Hoffnungsschimmer. Gott, ich hasse diesen Typen. Die sind so assig. Vor allem, wenn sie halt auf einer geraden Linie sind. Sie schießen zwar immer nur in eine Richtung, können hier also nicht nach unten schießen, aber ist trotzdem nervig. Und jetzt habe ich halt keine Leben mehr. Oh Mann, mach doch nicht die ganze Zeit das. Mach dich diese, Bro, mach nicht diese. Ich töte dich jetzt einfach von hier unten. Mir doch egal. So. Blödkopf. Blum, blum. Wir haben richtig viel Geld. Heißt, wenn wir irgendwann mal wieder in die Stadt kommen, dann können wir uns auf jeden Fall neue Ausrüstung kaufen. Achso, und ich habe auch Besuch jetzt gerade zu Hause. Das ist auch richtig nervig. Wir sind zum Glück gerade im Wildpark und ich musste zum Glück nicht mit. Oh Gott, jetzt habe ich gar keine Leben mehr. Deswegen kann ich heute zumindest ein bisschen aufnehmen. Das ging nämlich gestern leider gar nicht, deswegen kam gestern auch kein Video. Ich hätte vielleicht was voraufnehmen sollen, ich wusste ja, dass Besuch kommt, aber pff, war ich wieder mal zu faul, Leute. Aber heute habe ich wenigstens dann ein bisschen Zeit, solange die im Wildpark sind. Und deswegen kommt heute ein Video, cool, oder? Irgendwie sind mir hier viel zu viele Höhlen und ich habe auch keine Leben mehr, das gefällt mir nicht. Hallo. Ein Brunnen mit wunderbar klarem Wasser. Willst du das Wasser trinken? Ja, gerne. Okay, es heilt mich einfach. Gibt's hier vielleicht noch einen Geheimraum? Nö. Einfach der Jungbrunnen. Alles klar, finde ich gut. Tolle Sache. Gut, dass wir da reingegangen sind. Ach ja, und das ist Besuch aus Argentinien und ja, alles komisch. Die haben auch noch eine kleine Tochter dabei. Die machen so eine Europareise, beziehungsweise eine Weltreise, aber irgendwie nur in Europa. Danke fürs Runterschubsen. Also momentan sind sie Europa und die müssen jetzt in 2 Wochen irgendwie aus Europa raus, weil man anscheinend in Europa immer nur 3 Monate oder so am Stück bleiben darf. Und dann muss man für keine Ahnung wie lange aus Europa raus, um dann wieder in Europa quasi einzuwandern für ein paar Monate. Wusste ich auch nicht, aber ist anscheinend so. Oh Mann ey, sind ich wieder hier. Ich will doch nur noch Palulu-Stadt. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh ja, die sind gerade da. Wir wissen noch nicht, wie lange sie da bleiben, weil die halt sonst keine Bleibe haben. Aber in 2 Wochen spätestens müssen sie halt wieder weg. Ich hoffe aber einfach mal, dass sie nicht 2 Wochen hier bleiben. Das wäre nämlich richtig blöd. Das fände ich wirklich blöd. Wenn die 2 Wochen hier bleiben, dann müsste ich mich richtig einschränken. Vor allem diese kleine Tochter. Ich habe nichts gegen Tiere, vor allem gegen kleine Menschen. Naja, doch, irgendwie schon. Aber die ist halt 2 Jahre alt und die nervt. Die quengelt dann dauernd rum, dass sie irgendwas von ihrer Mutter will. Die wird halt auch noch gestillt. Das ist dann immer so ein bisschen Fremdschämen, nein, nicht Fremdschämen, aber so ein bisschen awkward, wenn die Mutter da dann, oder wenn das kleine Kind an die Brust ihrer Mutter will. Mann, was ist denn das hier? Ich komme nicht klar mit dieser Welt. Ich hasse die Wassermap. Ja, das klingelt dann immer rum, dass es Aufmerksamkeit will von ihrer Mutter. Alles nervig, ich hasse kleine Kinder, Leute, ich hasse es. Dann auf der anderen Seite war sie wieder ganz süß, wir haben extra so Fruchtzwerge gekauft für sie. Und dann habe ich ihr das angeboten und ist sie mir quasi mit offenen Armen hinterhergelaufen, wie so ein Zombie, das ein Gehirn essen will, aber in süß. Ja, also so zwiegespalten bin ich da, aber ich will auf jeden Fall keine Kinder haben. Wenn ich Kinder haben wollen würde, dann soll das schon gleich von Anfang an als 5-Jährige rauskommen. Das wäre... Oh nein, ihr schubst mich nicht nochmal hier runter. Das wäre irgendwie das Beste für mich, glaube ich. Wenn ich die Babyphase irgendwie hinter mich habe, dass sie schon reden können und so ein bisschen zumindest wissen, was sie wollen. Sonst komme ich damit nicht klar. Mann, ich bin hier super verwirrt, was hier abgeht. Wie komme ich nach Honolulu-Stadt? Ich komme hundertprozentig nicht an dem Ding vorbei, ohne zu sterben. Doch, wow. Ich finde das hier alles doof. Wo waren wir denn noch nicht? I don't know. Hier waren wir noch nicht. Kann man nicht einfach... Wieso kann der nicht schwimmen? Wir sind doch unter Wasser. Dass man einfach B gedrückt hält und dass er da einfach hochschwimmt. Das wäre richtig toll. Ja, und noch eine awkward Situation mit den Argentiniern ist, dass ich halt gar nicht mit ihnen reden kann, weil deren Englisch nicht so gut ist. Spanisch habe ich gerade erst angefangen zu lernen. Und daher, da bin ich auch nicht so toll. Ich kann sagen, ja, hier, soy Maurice, soy bla 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 adios. Aber mehr nicht. Oder Tengo, Tengo adios? Ich glaube, ich habe schon irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, die sagen, ich habe so und so viele Jahre. Und das heißt dann, so alt sind sie. Man, I don't know. Ich bin richtig schlecht in Spanisch, deswegen lerne ich es ja auch. Heißt, ich kann mich erstens nicht mit denen kommunizieren. Und ich weiß, weil ich schon mal in Argentinien war, dass die... Ich glaube, ich muss da hoch einfach, ne? No! I hate everything! Dizzy hates everything! Ohne Witz! Ich weiß, dass die sich zur Begrüßung küssen. Also auf die Wangen. 2-mal küssen. Ich glaube, so macht man das auch in...
keine Ahnung, Frankreich oder so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das auch beim ersten Mal treffen macht. Also ich kenne die halt gar nicht. Und dann war die Begrüßung sehr, sehr strange, wie die vonstatten ging. Weil ich wollte die halt auf beiden Wangen küssen. Keine Ahnung, ob das halt so normal ist beim ersten Treffen oder ob man sich dafür schon besser gekannt haben muss. Aber ich kannte das halt so, deswegen wollte ich sie halt auf die Wange küssen. Aber die wussten halt, yo, der ist halt Deutscher, da gibt man sich die Hand. Also hat sie mir die Hand hingestreckt, während ich sie abknutschen wollte. Und dann kam das so, dass ihre Hand quasi schon an meiner Hüfthöhe war und ich wollte sie abknutschen und am Ende haben wir uns dann umarmt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, aber umarmen bei der allerersten Begrüßung, I don't know, keine Ahnung, Leute. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr strange alles. Bitte schubst mich nicht hier runter. Ja, das war meine Erfahrungen mit dem aktuellen Besuch. Was waren das für komische Geräusche hier? Und ja, ich hoffe einfach mal, die bleiben nicht allzu lang. Ich war hier oben aber doch auch schon. Shit, komme ich von hier oben vielleicht da hoch? Ich bin richtig verwirrt. Also von hier komme ich auf jeden Fall hier hoch und dann da hoch und dann hier hoch. Und wenn ich von hier... Ach, das geht! Oh, ich hätte einfach nur hier hochhüpfen müssen. Ja, dann ist ja super easy. Was sind das für komische Geräusche? Also, garantiert machen das diese komischen Würmer hier, aber warum? Das klingt ganz komisch, so als wenn irgendwie... Als wenn ich... Ah, klauen die mir vielleicht meine Münzen? Hallo, kleiner Drache da oben, bist du lieb? Hi. Träume ich etwa? Ein Mensch! Jämmerliche Kreatur, ihr seid am Boden festgenagelt. Nun gut, ich fordere dich heraus. In dieser Richtung befindet sich mein Nest. Wenn du mein Nest erreichst, ohne den Boden zu berühren, dann werde ich dich belohnen. Ob das so gut ist? Okay, auf geht's. Warte, wir machen auch noch ein Wettrennen, oder was? Ohne den Boden zu berühren. Oh, ich hab schon verkackt, oder was? Wie ohne den Boden zu berühren? Was? Okay, ich glaube, ich kann das noch nicht machen. Wie soll das denn gehen? Dann muss ich auf ihm reiten, oder was? Warte, einmal probieren wir es noch. Ohne den Boden zu berühren? Ich dachte halt ohne den Anfangsboden hier, dass ich einfach auf den Säulen hier die ganze Zeit hüpfen muss. Aber anscheinend ja nicht. Hallo, ich will nochmal. Muss mein Nest erreichen? Ja, machen wir nochmal. So, dann... Ja, kann ich vielleicht auf dir reiten? Oder ich muss die Dinger irgendwie... Nee. Hallo, was willst du von mir? I don't know. Keine Ahnung, geht vielleicht erst später. Vielleicht kriegt man noch Flügel oder so, was weiß ich denn. Hallo, Babelturm. Oh, Turm von Babel. Ist der nicht super hoch und so? Egal, jetzt sollten wir in Pandulu-Stadt sein. Sehr schön. Hallo, was hast du so? Du hast ein schönes Buch. Buch der Alten für 100.000. Das ist ja ein Schnapper, das kaufe ich. Verdammt. Wir haben von allen etwas, bediene dich. Wie teuer ist das? 250? Na komm, nehmen wir einmal mit, damit wir nicht sterben. So einen komischen Trank nehmen wir auch mit. Wir besitzen schon einen Trank. Okay, was haben wir hier? Ein Elixier für 20.000. Voll die Wucherpreise hier. Da unten ist ein Hase. Das ist ja süß. Der hat irgend so eine Samurai-Rüstung. Tatsache. Für 1000? Ja, nehme ich easy mit. Hi. Sorge dafür, dass du die bestmögliche Ausrüstung hast. Mache ich. Du hast aber anscheinend wirklich nur Rüstung, ne? Ich hätte gern diesen blauen Helm. Der sieht cool aus. Und ein Schild wäre halt auch noch mega geil. So, schauen wir mal. Hier. Hä, wir haben eine Ausrüstung übersehen anscheinend. Das ist wahrscheinlich die Wasserrüstung hier. Okay, ja, hier, Samurai-Rüstung. Samurai-Schwert gibt's hier garantiert auch noch. So ein Katana oder so. Oh, das sieht schon cool aus, oder? Also vom Design her mega gut. Hallo, kleiner Hase. Ich versuche, ihm zu erklären, dass der Babelturm ein riesiger schlafender Turm ist. Ja, das stimmt. Der hat recht. Der Hase hat recht. Der Babelturm ist nicht so beeindruckend, wie er heißt. Echt mal, okay, die streiten sich hier. Mir egal. Auf jeden Fall speichern. Ups. Sonst muss ich diesen ganzen Weg gleich nochmal gehen, da habe ich gar keine Lust zu. Ob man hier wohl runtergehen kann? Nee. Okay, schade. Ich dachte, unter der Brücke könnte man vielleicht durch und dann wäre da ein Geheimnis. Hier ist die Bibliothek eventuell, da gehen wir gleich hin. Denn ich will erstmal Schreibutensilien. Nee, das ist die Bibliothek. Hallo. Norden ist diese Richtung. Norden ist in dieser Richtung. Dognit Valions Borg. Oh, Valion ist der Oberschurke. Gibt es hier keinen Shop, der einen irgendwie... ein Schwert verkaufen will? Das ist ja lame. Gut, was hast du für mich? Eine Krone und ein Thronsaal vielleicht. Hi. Okay.
Komischer Typ, hier kann man einen Thron für sich kaufen und eine Krone. Da kann man sein eigener König werden, man muss nur reich sein. So läuft das hier. Gut, ab in die Bibliothek. Hi. Hallo, junger Abenteurer. Du scheinst sehr stark zu sein. Würdest du einen Auftrag von mir annehmen? Du bekommst auch eine Belohnung. Klaro, danke. Hier ist dein Auftrag. Im Laden gibt es ein Buch, das mich sehr interessiert, aber es ist ziemlich teuer. Ich habe einen Coupon für dieses Buch. Aber er befindet sich im Keller. Und glücklicherweise wurde der Keller von riesigen Ratten heimgesucht. Der Klassiker. Die Ratten im Keller. Sei also vorsichtig, ihn zu holen. Wird schwer werden. Besuche meinen Kollegen oben. Er hat den Schlüssel für die Falltür zum Keller. Okay. Falltür zum Keller. Ganz... Oh. Toll. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Hallo? Jetzt mal ohne Witz. Oh Mann, nie funktioniert hier irgendwas. Die Treppe ist kaputt. Dude, die Treppe ist kaputt. Dude! Dude, Hilfe! Die Treppe ist kaputt. Und die Treppe kommt auch nicht wieder. Oh, dann brauche ich einen Double Jump oder so. Dann kann ich deine Quest noch nicht machen. Ja, sorry, Dude. Aber ich kann nicht durch eure Falltür durch, weil... Wer baut eine Falltür, wo man einen Schlüssel für braucht? Seid ihr doof? Muss ich vielleicht irgendeinen Trick hier machen? Oh, die Götter schicken Engel überall hin in die Welt. Sie sollen die Menschen leiten. Manche haben eine schwere Aufgabe, andere sind bloß redliche Händler. Manche allerdings erfüllen Engel... Was? Manche allerdings erfüllen Engel ihre Aufgabe nicht. Alle Engel müssen wissen, wie man die Leiter spielt. Okay, das steht hier. Die legendäre Ausrüstung von Agelos ging an die Natur verloren. Das Schwert wurde von einer Kreatur verschluckt, zumindest sagt man das. Ich glaube, das war so ein Drache oder sowas. Den habe ich im Trailer gesehen. Die Dinger hier kann man leider nicht kaputt machen. Wir haben nicht genug Geld für... irgendwas, für das Buch hier. Anderes Schwert konnten wir halt auch nicht kaufen. Weil ich kein Schwert gesehen habe und da hoch kommen wir auch nicht. Joa, dann... bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal weiterzugehen. In der Hoffnung... Lol. Toll. Irgendwie ein Double Jump oder sowas zu brauchen. Also es deutet alles darauf hin, dass man entweder einen Bandsprung machen kann oder einen Doppelsprung. Aber bisher... Toll, jetzt bin ich in Palulu-Stadt hier und kann nichts machen. So. Aber ich kann ja auch allgemein nichts machen. Hier, dieses Buch sollen wir kaufen, aber das kostet halt 20.000. Ne, 100.000! Jo, alles klärchen, viel zu teuer. Können wir nicht irgendwie auf ein Haus rauf oder so? Doch, okay, wir können auf die Häuser rauf und dann können wir bestimmt hier einfach bis zur Bibliothek rüber. Und wenn wir hier durchs Fenster reingehen... Aha, hallo! Ah, du solltest einen Blick auf die Bücher in der Bibliothek werfen, wenn du ihn findest, sich interessante Informationen. Was, du brauchst den Schlüssel, um in den Keller zu kommen. Hier hast du ihn! Ein roter Schlüssel, passend. Dankeschön. Du hast komische Augen. Aber ein besseres Design als der Sonic in dem Sonic-Film. In den Bergen gibt es einen Brunnen mit wunderbar klarem Wasser. Und zwar nahe Palulu-Stadt. Nur ein besonderes Fläschchen kann das Wasser aufnehmen, ohne es zu verändern. Ja, der Babelturm ist ein magisches Gebäude. Er lebt. Zudem scheint er Musik zu lieben. Okay, das erinnert wirklich mega krass an Zelda. Wenn es jetzt auch noch Musik gibt und sowas, eine kleine Ocarina oder so, fände ich schon mega cool. Das wird dann so ein Badist werden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Falltür öffnen. Okay, danke. Tschüss. Alter, eine riesige Ratte. Aber die sind immer noch süß. Okay, die sind nicht so süß wie die kleinen Ratten tatsächlich. Aber wenn sie laufen, finde ich die tatsächlich schon süß. Leute, wie findet ihr die Süßigkeit von diesen Ratten? Kennt ihr diese Schaumstoffratten von Haribo? Ich liebe die. Die sind zwar nicht so süß. Doch, die sind sogar noch süßer als diese Ratten hier. Aber die sind auch lecker. Blöd ist nur, wenn ich davon einen esse, dann esse ich immer die ganze Packung auf und dann habe ich immer ganz viele Bauchschmerzen und das ist nicht gut. Au. Ja, nimm das und das und das. Cool. Ein Coupon. Warum auch immer er hat einen Keller nur für einen Coupon. Und drei große Ratten. Er hat mich voll angelogen. Er meinte, hier ist nur eine große Ratte. Hier bitte, dein Coupon. Könntest du jetzt das Buch kaufen? Klar. Ich hoffe, ich krieg's umsonst, weil sonst habe ich garantiert nicht genug Geld dafür. So, dann gib mal her. Ich habe einen Coupon für dieses Buch. Ah, wie sie, hast du einen Coupon? Ich kann dir das Buch für schlappe 200 Edelsteine verkaufen. Alter, von 100.000 auf 200? Was ist denn das dann für ein... Dann haben wir einen 5.000er Coupon bekommen, oder was? Stimmt das? Ich weiß nicht. Irgendwas mit 5, Leute. Passt schon. Aber guck mal, wie schlau ich war, dass ich da einfach oben lang gegangen bin. Ich bin ein richtiger Abenteurer. Danke für das Buch. Damit werde ich eine Menge Sachen lernen. Hier, wie versprochen, biete ich dir dies hier. Okay, ich rate einfach mal, dass wir ein Feuerzepter bekommen. Ein Feuerzauber, Feuerzepter, irgendwie sowas. Du erhältst das Universalbuch. Mit diesem Buch kannst du alle Sprachen verstehen. Versuche, die Inschrift auf der blauen
Tür unter Wasser zu entziffern. Außerdem solltest du alle Leute treffen, mit denen du dich noch nicht unterhalten konntest. Hier, ich gebe dir die 200 Edelsteine für das Buch zurück. Oh, das ist nett. Dankeschön. Okay, also jetzt hören wir diese ganzen Wasserwesen. Beziehungsweise können alle verstehen. Nicht nur die Wasserwesen, sondern alle Wesen. Die Krone von König Pask. Der Thron von König Pask. Nee, der gehörte Vendredoyle. Dem Froschkönig. Und das Ding hier? Das königliche Siegel. Ich sammle Symbole des Königshauses. Wenn du mir eine bringst, dann werde ich dir eine feine Belohnung anbieten. Okay, er sucht anscheinend also noch zwei weitere Königsdinger. Werden wir bestimmt noch zum Königsmörder. Die richtige Rüstung haben wir auf jeden Fall schon. Das ist doch schön. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die Wasserwelt und reden damit irgendwas. Ich frage mich halt trotzdem, warum wir schon diese Samurai-Rüstung dann kaufen konnten, wenn doch offensichtlich hier erst die dritte Rüstung kommt. Wozu sollte ich die jetzt kaufen? Einfach nur zum Sammeln oder was? Es geht das Gerücht rum, dass sich nahe dieses Dorfes ein unbezahlbarer Schatz befindet. Und zwar in diese Richtung. Wie die immer nur sagen, da musst du hin. So, hallo Seestern, was ist denn das für ein komisches Ding? Magie-Container, 2500 Edelsteine. Hab ich leider nicht, sorry. Man kann ja leider auch keine Sachen verkaufen. Ich denke, ach so, ja stimmt, das sieht ja aus wie unsere Magie-Dinger, die wir da oben haben. Das ist vollkommen richtig, dann können wir wahrscheinlich viermal zaubern. Wird uns also auf jeden Fall helfen. So, jetzt können wir uns auch jeden Fall hier das Schwert holen, weil das nicht allzu teuer ist. 700 Edelsteine, das Blasenschwert nehme ich doch mit. Da blasen wir die Lebenspunkte der Gegner weg, ja, ja. Alter, das ist einfach mehr als doppelt so stark. Sieht das denn auch cool aus? Nö. Aber es macht Blasen. Okay, cool. Das gefällt mir. Guck mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine weitere Reichweite mit dem Blasenschwert. Also wir können weiter angreifen. Haben einen höheren Radius, um damit anzugreifen. Das ist cool. Damit kriegen wir auch auf jeden Fall diese komischen Kackdinger hier schneller tot. Und kann ein bisschen auf Abstand bleiben. Ja, Leute, sagt doch mal, wie ihr dieses Spiel findet. So richtig viel Kritik und Lob habe ich noch nicht bekommen. Der Kloxen hat nur gesagt, ja, mehr. Ich muss sagen, ich habe lange kein RPG mehr gespielt und dieses RPG gefällt mir recht gut. Deswegen habe ich Bock drauf. Hier waren wir jetzt schon. Und dass es nicht so lange geht, finde ich auch noch super dürfte. Aber keine Sorge, es geht halt wie gesagt nicht so lange. Auch wenn es hier natürlich jetzt ein paar Nebenquests gibt, die das so ein bisschen strecken. Aber allgemein sollte das trotzdem nicht allzu lange gehen. Und ich habe schon das nächste Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich das zusammen mit Argolos dann parallel mache. Vor allem, weil jetzt halt der Besuch da ist. Wo muss ich denn jetzt hin, Leute? Ich weiß nicht, soll ich das schon sagen, um was es geht? Ich habe Blazebeak oder sowas bekommen. Da kam eine Ente und ein Perry, das Schnabeltier. Und Schnabeltiere kann man da spielen. Das sah ganz witzig aus. Das ist ein Roguelike. Das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zumindest anspielen. Ah, hier machen wir auch unsere Blasendinger nicht mehr. Das geht wirklich nur unter Wasser. Das ist interessant. Und ja, das kommt dann auf jeden Fall auch nochmal. Ich bin gespannt, ob das vielleicht ein bisschen was trägt. Das war super dumm. Ich glaube, ich muss hier auch gar nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Ja, muss ich da jetzt hoch oder nicht? Ganz offensichtlich nicht. Tja, jetzt bin ich wieder hier. Aber hier waren wir schon mal. Konnten wir dieses Dings hier lesen? Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hier steht noch irgendwas. Das sollten wir, glaube ich, entschlüsseln hier, ne? Nee. Abgrund-Wassertempel. Vielleicht müssen wir einfach zum Wassertempel. Hier steht was. An der Tür steht etwas. Sprich folgende Worte aus, um zu passieren. Achso, weil wir das jetzt lesen können? Das macht gar keinen Sinn. Das Buch, ich habe jetzt leider nicht gelesen, was da stand, aber ihr könnt ja pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Das Buch hat doch nur gemacht, dass wir verstehen können, was andere sagen. Aber nicht, dass wir lesen können, was andere sagen. Okay, also der zweite Tempel ist tatsächlich der Wassertempel. Ich würde aber sagen, den schauen wir uns dann in der nächsten Episode an. Oh, die geht hier durch, lol. Ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, auch wenn das so ein bisschen hin und her gelaufen war und ja, mehr oder weniger Nebenquests abgeschlossen haben. Aber dann den Wassertempel dann beim nächsten Mal. Und ich bin sehr gespannt, was hier für ein toller Boss auf uns wartet. Und was für tolle neue Fähigkeiten wir vor allem bekommen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann noch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.